Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie Drei kosmische Botschaften, Lektion 5, die gute Nachricht vom Gericht. Unser Merktext für diese Woche, den finden wir in Offenbarung 14, Vers 7. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Sonntag. Die Bedeutung der Stunde des Gerichts. Wenn man jemals das schon erlebt hat, dass einem so ein Termin vor Gericht angekündigt wird. Das ist ein Datum, das man wahrscheinlich auch in Albträumen dann zu bewältigen hat, wenn das dann näher rückt. Und jetzt kommt es noch darauf an, was erwarte ich mir in diesem Gericht? Zittere ich davor, weil ich etwas angestellt habe und jetzt muss ich mit Strafe rechnen? Oder ist es etwas, wo ich mich endlich als der See, der da gerechtfertigt wird und die Ehre wiederhergestellt wird in diesem Gerichtsverfahren. Aber wenn es ums göttliche Gericht geht, dann werden wir natürlich alle sehr klein und sind nicht mehr vollmundig unterwegs. Denn es heißt ja im Wort Gottes, da wird dann jeder Mund verstummen. Angesichts des, der hier der Richter ist. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist ein Gerichtsprozess, wo nicht wir anwesend sind, nämlich was jetzt gerade passiert im Himmel. Es gibt ein Gericht vor der Wiederkunft, das vor Wiederkunftsgericht. Und in diesem Gericht werden die Fälle von denen durchgegangen, die auf diesem Planeten gelebt haben und jetzt noch leben, die letzte Generation. Und es werden diejenigen betrachtet, die eine Beziehung zu ihrem Schöpfer aufgebaut haben. Und da hoffe ich dabei zu sein. Ja, ich hoffe es nicht nur, aufgrund des Wortes Gottes weiß ich es, dass ich da betrachtet werde. Und darüber bin ich sehr froh, denn ich habe also gewissermaßen einen Kandidatenstatus. Wenn du in eine Schule gehst und dann in eine höhere Schule und du hast dann die Möglichkeit, bis zu der Klasse vorzudringen, wo dann der Abschluss mit Matura in Österreich, Abitur in Deutschland, zu Ende geht und du bist in dieser Abschlussklasse, bist also Kandidat und hast die Chance anzutreten für diese Schlussphase. Der andere, der nicht in diesem Klassenverband ist, der sich nicht in seiner höheren Schule befindet, der kann gar nicht antreten. Das bedeutet, das ist eine Riesenchance. Und in diesem Vorwiederkunftsgericht behandelt, betrachtet zu werden, ist also schon einmal ein Riesenvorteil, falls man diese Nähe des Schöpfers schon gesucht hat. Sag, ich will mit dir, ich vertraue dir, ich will mit dir gehen. Ja, dann tut sich da schon was. Nun, wer schaut denn dazu, wenn wir nicht dabei sind? Wir sind nicht die einzigen Lebewesen in diesem Universum. Außer den Engeln gibt es sogenannte nicht gefallene Welten. Was ist denn das? Ja, wir sind eine gefallene Welt, die Lebewesen auf diesem Planeten. Aber es gibt auch Planeten mit Lebewesen, die nicht gesündigt haben wie wir, die also in einem ganz anderen Zustand sind als wir. Und die schauen sich jetzt dieses Gerichtsverfahren an. Die Erde wie ein Bühnenbild oder wie die Bühne, das Podium, und rundherum die
Theaterstühle sozusagen als Planeten, wo Lebewesen anderer Planeten sind, die nie gefallen sind. Und die schauen sich das an, wie das bei uns so abläuft. Montag. Gottes Gnade und Gericht. Wir lesen aus Offenbarung 20, den Vers 12. Da sind wir weit in der Zukunft. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein. Ist also nicht die Körpergröße gemeint, sondern die Bedeutenden und die nicht so Bedeutenden, die Geringen und die Prominenten. Alle marschieren sie dort auf. Ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Und jetzt ist es ihnen völlig gleichgültig, in welcher Position du vorher gewesen bist. Ob der Präsident eines Staates oder der allerletzte, kleinste in der letzten Reihe, nämlich von der Bedeutung her, beide stehen vor Gott. Beide stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Das ist bedeutsam. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Oh, was für eine Formulierung. Sie wurden gerichtet nach dem, was hier notiert war. Das heißt, jeder Mensch hat einen Lebensfilm vor Gott. Und wenn es dann heißt Film ab, läuft dieser Lebensfilm ab. Und dann zeigt sich, wie das war. Nicht manches Mal erleben wir das so, wenn wir in größter Todesgefahr sind. Hat mir jemand gesagt, hat einen Lastwagen überholt, unvorsichtigerweise, die Sicht war nicht weit genug, und dann sieht er, da kommt einer entgegen. Und es geht sich nicht mehr aus. Und in dem Moment kam natürlich die größte Todesangst über ihn. Und als er so den Tod vor Augen hat, Frontalzusammenstoß, in dem Moment ist der Film seines Lebens abgelaufen. Er hat einen Bruchteil von Sekunden eine Szene nach der anderen gesehen. Aber irgendwie hat er den Eindruck, wie wenn einer sein Auto nach vorn katapultieren würde und er kam noch nach vor und ist ihm nichts passiert. Er fuhr an den Rand, konnte keinen Meter weiterfahren in dem Moment, nur gezittert von oben bis unten, war fix und fertig. Dem Tod ins Auge geblickt. Und er hat gemerkt, er war damals ein junger Mann, und da hat er begriffen, jetzt war es um 0, Millimeter, dass ich noch am Leben bin. Ein Höherer hat die Regie geführt. Eigentlich war ich chancenlos. Und diese Art, wenn also so der Lebensfilm abläuft, so wird es im Gericht sein. Es läuft ab. Und dann hilft nicht, wie wir das heute oft vor Gericht sehen, da streitet einer etwas ab, sagt, da war ich ja gar nicht dort an dem Ort, da habe ich ja mit meinem Freund Karten gespielt und dies und das. Und der kann das beweisen, noch so ein Lügner wie der, der da vor Gericht steht. Und wenn du es ihm nicht nachweisen kannst, wenn du nicht einen Film hast, wie er dort war. Geht er vielleicht sogar frei aus, obwohl jeder weiß, der war der Täter. Aber vom göttlichen Gericht, da ist der Film da. Jede Sekunde deines Lebens ist gespeichert. Jede, auch die, wo du nicht unbedingt möchtest, dass die gespeichert sind. Auch die sind gespeichert. Ja, das ist eben das Unangenehme, dass es gespeichert ist und wo kein Hacker ran kann. Diese Darstellung vom Gericht, das ist also etwas, da wird es einem so flau in der Magengegend, aber die gute Nachricht dabei.
alles, was uns aufgeht im Vorhinein, was nicht richtig war und wo uns das Gewissen schlägt, und wir damit zu Gott kommen, reuig, und ihn um Vergebung bitten und neu beginnen möchten. Erledigt. Sein Blut hat bezahlt. Dienstag. Eine großartige Szene. Und jetzt gehen wir ins Buch Daniel. Daniel, der Prophet Gottes, der im Neubabylonischen Reich unter dem König Nebukadnezar verschleppt worden war aus Jerusalem und nun in Babylon in der Verbannung lebte, aber dort hoch aufgestiegen ist, weil er so ein tüchtiger Student war, der hat eine Vision. Und in dieser Vision sieht er das, was wir hier auf diesem Gemälde haben. Er sieht Raubtiere. Und solche, denen man nicht in freier Wildbahn begegnen möchte. Und diese Raubtiere, die stellen Mächte dar. Und wie so eine Macht nach der anderen erscheint, als Raubtier, symbolisch, und eine Macht die andere ablöst, ein Raubtier das andere beseitigt, dann taucht auf einmal als Einschub in diesem Abschnitt, in Daniel Kapitel 7, etwas auf, wo es heißt, in Vers 9, solches sah ich bis, also er hat diese Raubtiere gesehen, und wie bei dem vierten, dem letzten, das hier so ganz besonders furchtbar ausschaut, so ein Dinosaurier, wie hier bei den Hörnern sich dann was tut, davon später, dass nämlich drei verschwinden, weil ein neues herausbricht, wie wenn die zweiten Zähne nachkommen. Und das sieht er so und dann schreibt er, solches sah ich, bis das Stühle gesetzt wurden. Also Thronstühle, und der Alte setzte sich. Der Alte, hier ist die Rede von Gott, dem Vater. Das Kleid war schneeweiß, das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Sein Stuhl bestand aus Feuerflammen. Also ein interessanter Stuhl. Wenn wir uns darauf setzen würden, würden wir vergehen. Der kann also auf einem Feuerstuhl sitzen. Manche bezeichnen heute damit ein schnelles Motorrad so. Aber hier ist es tatsächlich ein Thron aus Feuer. Und da sind auch Räder, also doch so ein Feuerstuhl. Die Räder brannten mit Feuer. Und weiter. Und von denselben ging aus ein langer, feuriger Strahl. Wir kennen das vom Laserstrahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das ist eine Riesenschar. Das Gericht ward gehalten. Die Bücher wurden aufgetan. Aber das ist jetzt bedeutsam. Also da hast du eine Macht nach der anderen, wie die da auf Erden erscheint und vergeht. Da haben wir einen Löwen, dann haben wir einen Bären, dann haben wir einen Panther und dann so einen Drachen. Aber so wie jedes Raubtier kommt, so vergeht es. Und dann wachsen aus diesem Raubtier eine zweite Garnitur an Hörnern hervor, nämlich eines. Das ist ganz unscheinbar, nicht? Wenn die zweiten Zähne nachkommen, zuerst sind sie ganz klein und dann werden sie größer wie die vorigen. Und so ist dieses Horn, was danach kommt, es wird so groß, dass es drei Hörner von vorher beseitigt, um Platz zu haben. Und dann hat er diese Gerichtsszene gesehen. Und ich sah, da ist von den großen Reden dieses Horns, aber dann geht es wieder weiter. Die Gewalt dieser Tiere war aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jegliches währen sollte. Sie kommen
und gehen. Sie kommen, werden mächtig, noch mächtiger, und dann verschwinden sie wieder von der Bildfläche. Wenn wir so die Mächtigen der Welt so betrachten werden. Nicht heute steigt einer auf. Ruhm und Ehre, Macht und Ansehen, ein Wort von ihm, und alle müssen das tun, was er will. Und eine Weile später ruht er unter der Erde. Vorbei mit der Macht und dem Ruhm und der Ehre. Mittwoch. Ein kleiner Blick in den Himmel. So wie ein Daniel hier einen Blick machen durfte in diese Szene des Vorwiederkunftsgerichts, so lesen wir in Offenbarung Kapitel 4, wie Johannes, der letzte überlebende Apostel, der auf die Insel Patmos im Ägäischen Meer zwischen dem heutigen Staat Griechenland und dem heutigen Staat Türkei, da verbannt war. Da lesen wir Offenbarung 4, Vers 1. Danach sah ich und siehe, und das ist die häufigste Formulierung im Buch der Offenbarung, ich sah und siehe. Eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden, wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald war ich im Geist und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel und auf dem Stuhl saß einer. Wieder haben wir Stühle, Thron, Stühle, Throne. Und ähnlich wie in Daniel 7, und der da saß, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda. Jetzt kommen die Farben. Edelsteine werden statt der Farben hier dargestellt. Und ein Regenbogen war um den Stuhl gleich anzusehen wie ein Smaragd. Regenbogen. Die Farbe Gottes. Und um den Stuhl waren 24 Stühle. Und auf den Stühlen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan. Und sie hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das ist der Blick in den Himmel. Johannes darf in den Thronsaal des Universums schauen. Er darf in das intergalaktische Schaltzentrum hineinblicken. Wie das? Er darf hier etwas schauen, das alles übertrifft. Alles. Er schaut ins Zentrum des Universums, ins Heiligste des Heiligtums, in den Thronsaal Gottes. Also wenn du je auf Erden bei einer großen Firma einmal den Höchsten dieser Firma gesprochen hast, dass du davor gelassen wurdest, bei all den Sekretärinnen, bis du endlich dann dort bei der Chefsekretärin und dann Zutritt bekommst und du dann in das Büro des Obersten eintrittst. Was das für ein Gefühl ist, an all den anderen vorbei, wo man merkt, jetzt das ist jetzt der Mächtigste. Der bestimmt, was mit 10.000, 20, 30, 40.000 Leuten geschieht. Ein Wort von ihm und 1.000 werden entlassen. Ein Wort von ihm und so viele werden neu eingestellt. Macht, Ansehen, enorme Macht, Machtfülle. Alle, die hier einmal Macht hatten, kamen zu dem Punkt in ihrem Leben, wo alle Macht ihnen genommen ward. Ja, sie kamen letztlich zu dem Punkt, wo alles Leben ihnen genommen ward. Und sie vergehen. Einst gab es sie nicht und eine Weile später gibt es sie wieder nicht. Das ist das Dasein der Menschheit. Kommst und vergehst. Und am Friedhof, am Grabstein, hast du eine Jahreszahl und wieder eine Jahreszahl. Und das ganze Leben besteht aus einem Strich. Das bist du. Ein Name, zwei Jahreszahlen. Und dazwischen der Strich. Es bleibt nicht viel von uns. Darum ist ja diese Hoffnung,
die da beschrieben wird, so eine große. Denn das zeigt, es gibt einen, der kann aus dem Strich so etwas machen, was wie die Ziffer 8 auf dem Boden liegt. Und das bedeutet in der Mathematik unendlich. Hört nicht mehr auf. Unendlich. Dort, in diesem Thronsaal des Universums, da spielt sich's ab. Was dort geschieht, das hat Auswirkungen auf dein Leben. Donnerstag. Jesus ist würdig. Im Offenbarungsbuch, in Kapitel 5, haben wir noch eine Thronszene, da taucht auf einmal ein Lamm auf. Und dieses Lamm, das vermag etwas, was bisher keiner vermocht hatte. Man sah nämlich den Vater des Universums, Gott den Schöpfer, auf dem Thron und er hatte in seiner Hand eine siebenfach versiegelte Schriftrolle. Und dann wird gefragt, in Kapitel 5, und zwar in Vers 2, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Siebenfach versiegelt. Wer ist würdig? Und niemand, heißt es, im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. War seine Schriftrolle. Und Johannes beginnt zu weinen, der Apostel. Sie sind im intergalaktischen Schaltzentrum, im innersten Zentrum des Zentrums. Und da ist eine Schriftrolle, siebenfach versiegelt. Wenn man da wüsste, was da drinnen steht. Und niemand kann hineinschauen. Top secret. Streng geheim. Und ich weinte sehr, schreibt er. Aber einer zu ihm, von denen, die da rumstehen, von den Ältesten, sagt, brauchst nicht weinen. Es kann das einer aufmachen. Dann kommt das Lamm. Das Lamm kam, nahm die Schriftrolle, bricht die Siegel, öffnet. Der Inhalt wird offenbar. Und als das geschieht, was machen die Ältesten hier? In Vers 9, sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Nation. Und hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und wir werden Könige sein auf Erden. Das ist die Dimension. Jesus, weil er geblutet hat, weil er sich für uns hat umbringen lassen. Deswegen ist es möglich, zu leben, obwohl wir sterben müssen. Nun, als hier das Lamm das alles nimmt und hier dann gesungen wird, du bist würdig. Warum? Denn du hast uns mit deinem Blut erkauft. Es war ein unendlich teurer Preis, der für uns bezahlt wurde. Das Blut des Sohnes Gottes. Das war es, was das erkauft hat. Das Blut des Sohnes Gottes. Nichts anderes kann uns erlösen, nur sein Blut. Darum dieses neue Lied, du bist würdig, das aufzunehmen. Es ist das Lamm Gottes. Ein Lamm ist etwas Unschuldiges. Ein Lamm hat nichts verbrochen. Jesus ohne Sünde bezahlt, was wir nicht bezahlen können. Denn wie willst du das, was da geschehen ist, ungeschehen machen? Es ist geschehen, es ist gefilmt. Aber
dadurch, dass er bereit war, für uns in den Tod zu gehen, hat er bezahlt für deine Schuld. Wenn du sie ihm bringst, wenn du bereust und wenn du mit neuer Einsicht willig bist, umzukehren aus der Sackgasse deines Lebens, sag, ich will wenden, ich will in eine neue Richtung, ich will nicht so, ich will eine bessere Richtung einschlagen. Die einzige, die zählt, die sich lohnt. Dann hast du deinen Weg gefunden. Freitag, Zusammenfassung. Was ist Gnade? Ich habe eine Geschichte gehört, die mir eine Dame erzählt hat. Als Kind hat sie erlebt, dass ihr Papa immer wieder während der Woche beruflich unterwegs war, am Wochenende nach Hause kam. Und dann hat er öfters mit der Mama telefoniert. Und da gab es wohl ein wildes Wortgefecht, eine Diskussion. Und die Tochter, sie ist noch in ihren jungen Jahren, Grundschulalter, hört, wie hier die Mama redet, hört aber nicht den Papa am Telefon und schreitet ein zur Verteidigung der Mama und sagt ein übles Wort zu ihrem Papa am Telefon, als sie den Hörer der Mama aus der Hand reißt, nicht wissend, was da gewesen ist. Und der Papa sagt nur, so sprichst du nicht mit deinem Papa. Wenn ich am Wochenende heimkomme, dann gibt es Konsequenzen. Tja, und es war nicht leicht für dieses junge Mädchen, bis zum Wochenende da zu warten. Je näher der Tag kommt, ja, und dann kommt er. Und sie hört das Auto, sie hört, wie es in die Garage fährt, sie hört, wie er bei der Tür hereinkommt, sitzt sich in einem Schlafzimmer versteckt. Dann hört sie, wie die Mama ruft, ihren Namen. Sie schleicht hinunter. Da steht der Papa. Und jetzt kommen die Konsequenzen für ihr Mundwerk. Sie zittert davor. Sie hat was angestellt. Was jetzt? Und der Papa sagt nur zu seiner Tochter, schau vor die Tür. Gehorsam geht sie dorthin. Und als sie die Tür öffnet, steht da etwas. Sie hat jetzt mit Bestrafung gerechnet. Mit Konsequenz, weil sie so frech gewesen war, so vorlaut, so vorschnell in ihren Worten, nicht einmal wissend, was da gewesen ist. Und meinte, sie muss sich da ins Zeug legen. Und jetzt, was sieht sie da vor der Haustür? Was steht da? Der Papa hat etwas mitgebracht. Ein funkelndes. Funkel, Nigel, Nagel, neues Fahrrad. In den Traumfarben, wie sie sich's gewünscht hat. Sie ist völlig durcheinander. Sie hat mit Bestrafung gerechnet. Und jetzt steht da ein neues Rad. Sie kennt sich gar nicht aus. Sie bekommt das. Sie ist ganz durcheinander. Das ist Gnade. Gnade. Denn sie hat noch gestottert, das verdiene ich ja nicht, ich war ja so und so. Ja. Du kannst dir nicht Gnade verdienen. Gnade ist Gnade. Und das ist das Besondere. Gott ist bereit, dich zu begnadigen. Er ist bereit dazu, im Gericht. Wenn du Dinge einziehst, wenn du Dinge bekennst, wenn du um Vergebung bittest, dann widerfährt dir Gnade. Gnade
kannst du nicht erkaufen. Kannst du nicht mit Gewalt erzwingen. Gnade ist eben Gnade, die dir widerfährt oder auch nicht. Aber in Bezug auf Gott kannst du etwas ganz, ganz Wertvolles tun. Nämlich vertrauensvoll zu dem kommen, der bereit ist, dir zu vergeben. Komm zu deinem Heiland. Komme noch heute. Sag ihm, was dich bedrückt. Sag ihm, was dir leid tut. Und wenn du in echter Reue zu ihm kommst, wird er dich begnadigen. Denn du kannst es selber nie wieder auslöschen. So ist unser Gott, ein Gott der Gnade.